Ja. Ja, ja, ja. Das war zu erwarten, sagen wir es mal so. Es kann ja nicht sein, dass irgendwas funktioniert, wenn ich es mache. So, und wir warten. Und wir springen mit der Raketendüse immer höher. Okay, der Schaden ist mir gerade egal. Wir haben eh ein geschicklicher Level vor uns. Mario. Mario, was machst du da? Du kannst gar nicht springen, sag das doch gleich. So, nach all den Unglücken und Missgeschicken endlich mal wieder ein geschicklicher Level. Und zwar das meiner Meinung nach gemeinste im ganzen Level. Im ganzen Spiel. Ja, im Level auch. Das ist das einzige in diesem Level. Man sieht, es ist ein bisschen größer als das, was wir bisher kennen. Es ist wirklich lang. Für Geschicklichkeitsverhältnisse. So, hier mal schön hoch am Anfang. Ich weiß gerade nicht, welcher Nagel der ist für das Leben. Da müssen wir mal ein bisschen durchprobieren. Wäre auch mal witzig, in einem Geschicklichkeitslevel die 100 Münzen-Insignie zu holen, indem man mit 99 reingeht, meinetwegen, und dann hier die letzte Runde noch holt. Das hier war jedenfalls eine Münze. So. Ich schätze mal, ja, es ist eine von den vorderen beiden. Nägel. So. Wir treffen mal wieder den Nagel auf den Kopf und kriegen uns dafür. Der letzte Nagel wahrscheinlich ist, ist gar keiner von denen, richtig. Okay, dann ist es wahrscheinlich einer von denen hier vorne. Also noch ist das Level einfach, sagen wir es mal so. Noch. Aber es gibt einfach viele Stellen, wo man sterben kann. Und dadurch, dass man halt so viele am Stück absolvieren muss, man ist zusätzliche Gefahr. So, und du das Leben? Ja, danke, du bist das Leben. Das ist schon eine der gemeineren Stellen. Wann sprungen wir denn da rauf? Schön ist, die fahren nicht komplett ein, also diese kleine Lasche da vorne bleibt immer bestehen. Und so bewegen wir uns jetzt erstmal aufwärts. Dann können wir hier hochklettern. Ich erinnere mich noch an dieses Level, das hat mich unzählige Leben früher gekostet. Besonders die roten Münzen sind hier ein bisschen gemein. So, möglichst weit direkt hier hoch. Nicht den Pfeilen folgen, sondern da hoch. Da drüben gebe ich glaube ich eine rote Münze da drauf. Also nicht wundern, dass es da noch ein bisschen geht. Gab es hier nicht noch irgendwo ein Leben schon? Wir hauen einfach alle Nägel rein. An sich, dieses Level ist ein Level, welches zum einen ein bisschen Timing erfordert, zum anderen Wandsprunggeschick. Das ist echt ein schönes Wandsprung-Level, weil man hier all das machen muss, was man sonst im Mario-Spiel nie machen muss. Wandsprung über Eck zum Beispiel. Zum Beispiel hier. Sogar über zwei Ecken. So, so und so. Man hört die Insignie schon, man sollte sich aber nicht täuschen lassen, man sollte nicht denken, man ist nah dran. Sie ist nämlich nur über uns. Wir müssen noch diesen ganzen Balkenparcours absolvieren. Den wir ja noch kennen. Also, die Balken aus Portal Oro. Im Geschicklichkeitslevel dort. Man muss hier mal den richtigen Winkel treffen. Zu wenig Winkel heißt, man fällt schlimmstenfalls in den Abgrund. Zu hoher Winkel heißt, man kann keinen Wandsprung machen und fliegt in den Abgrund. Ich glaube, da hinten ist auch eine rote Mütze später. Hier haben wir ein Feuer. Ich weiß nicht, ob das ein Leben bringt oder nur eine Münze, wenn man es am Ende löscht. Wenn man den Dreckverkehr mit reinnimmt. Ich glaube, hier gab es denn noch ein Leben oder da hinter diesem Balken auf der nächsten Insel. Aber es läuft erschreckend gut. Muss man schon sagen. Ich hätte es aber nicht sagen dürfen, weil jetzt sterbe ich natürlich sofort. Man erinnert es sich. So, und rüber mit uns. Und dabei möglichst natürlich wie immer nicht runterfallen. Aber wir haben es ja fast geschafft. Wir sind fast oben angekommen.
und haben nur noch ein paar Hindernisse vor uns. Das heißt aber nicht, dass es ein Kinderspiel sein wird. Denn wie man sieht, die Räder drehen sich schon schneller. Und wir haben hier noch ein nettes Gebilde, welches relativ interessant ist. Und ein bisschen physikalisches Denken erfordert. Aber an sich ist das auch nicht unbedingt das größte Problem. Hier war das zweite Leben. Wir wollen einmal hier rauf. Wir wollen hier rauf, wir wollen hier rauf und wir wollen hier rauf. Physikalisches Denken insofern, dass man unterscheiden muss zwischen Position und Geschwindigkeit. So, den letzten Nagel holen wir uns auch noch. Da oben ist die Insignie. Jetzt nicht sterben. Jetzt noch zu sterben wäre ungünstig. Ich fasse es nicht, dass wir das gleich beim ersten Mal geschafft haben. Dass ich kein Mal in diesem Level gestorben bin. Das läuft ja viel zu gut. Ich würde sagen, dann können wir es ja gleich nochmal machen. Nur diesmal mit den roten Münzen und einer Menge mehr Spaß. Aber man muss sagen, Bahia Paradiso nähert sich schon dem Ende zu. Noch vier Insignien, dann haben wir es. Und eine davon ist bekanntermaßen Mario Morgana. Aber die kommt erst später. Man sieht, ich habe damit gerechnet, dass wir viel mehr Probleme in Bahia Paradiso haben werden. Aber die machen wir uns jetzt, denn schließlich fehlen uns noch 7 blaue Münzen. Und 7 blaue Münzen sind 7 blaue Münzen zu viel, die uns fehlen. Das heißt natürlich, wir begeben uns erst einmal per Düse und ähnlichem dazu in die Lage, dass wir hier diese blauen Münzen mal holen. Ich habe jetzt gemerkt, dass es die Turbodüse ist, die fehlt. Wahrscheinlich lungen die auch noch hier irgendwo rum und ich weiß noch nicht wo. Deswegen versuchen wir es mal so. Mal mit Schweben und das wird wohl eher wenig. Gut, wir merken uns, dass ich eine bessere Idee habe. Diese bessere Idee lautet: Wir stellen uns irgendwie hier hin. Es war klar, dass das nicht so wert irgendwie. Wir stellen uns hier hin. Und von hier aus haben wir eine erhöhte Position, von der wir rüber können. Ja gut, da hätte ich jetzt noch einiges an Zeit mehr rausholen können. Aber das passt nicht. Aber es sah schon mal besser aus, das muss man schon mal sagen. Also der Schlüssel zum Sieg sind in diesem Falle wohl die Markierung da oben oder doch noch irgendwo eine Vorbewiese, wie ich das sehe. Eins von beiden. Man beachtet übrigens, dass diese Plattformen hier in Wirklichkeit Häuser sind. Und nicht nur einfach Plattformen, das sind die Häuser der Paradisos, die diesem Ort hier auch den Namen geben. Diese kleinen Chubis hier mit den Muscheln, die wir ja auch aus anderen Gebieten Piazza Delfinos kennen. So viel wieder zu dem Reiseführer-Modus. So. Aber es war machbar. Es schien zumindest eindeutig so. Und vielleicht schaffen wir es ja noch eher, wenn wir das Seil ein bisschen nutzen. Oder wir schaffen es auch nicht. Nein, ich behaupte, hier brauchen wir eine bessere Technik oder das Boot. Aber das Boot mag ich nicht. Deswegen versuchen wir es auch gar nicht erst mit Boot. Ja gut, der Wasserfall zieht uns natürlich ein bisschen hinab. Aber er ist im Grunde genommen kein Problem, solange er sich bis in den Fisch runterdrückt. Man erinnere sich an den Fisch. So. Dann, was können wir noch an blauen Münzen holen, bevor wir die roten Münzen angehen? Im nächsten Part wahrscheinlich erst. Ganz einfach, weil dieser Part wird wahrscheinlich nicht für die roten Münzen reichen.
Weil das Geschicklichkeitslevel kann nicht komplett auf Anhieb geschafft werden. Da müssen wir jetzt erstmal 1000 Mal sterben. Dafür lief es nämlich eben viel zu gut, als ja, dass das Spiel uns jetzt einfach so eine Freude machen könnte. So, das Spiel denkt sich auch. Lassen wir ihn ruhig einmal da ein bisschen ja, Erfolg haben. Nur damit wir ihn dann noch umso mehr leiden lassen können. Können wir dem trauen? Ja, können wir. Ich befürchte hier blaue Münzen. Ich befürchte aber nichts recht. Aber ich befürchte hier links blaue Münzen. Was sollte das, Mario? Ich hab dir nicht gesagt, dass du loslassen sollst. Da gab es so ein kleines Problem an dieser Kante, irgendwie, dass das Spiel das als Kante auffasst und deswegen Mario loslässt. Das ist so ein kleines Problemchen im Spiel, glaube ich. Bin mir auch nicht mehr sicher, aber es passierte, glaube ich, öfter an der Stelle. Was ja eigentlich zumindest grafisch gesehen keinen Sinn ergibt, dass er da loslässt. Und wie gesagt, ich habe nichts gedrückt oder so. Also, das ist direkt nicht so, dass er einfach an der Stelle, wenn er da ist, sich denkt: Ach nö, keine Lust. Ich höre auf, mich hier festzuhalten und stürze lieber in den Abgrund. Ich meine, wer denkt sich das nicht ab und zu mal? Einfach mal ein bisschen loszulassen und sich auch schon mal geistig vom Leben zu verabschieden und in den Abgrund zu rasen. So. Wir geben uns mal hier hinein. Und hier drin ist noch ein kleiner Hohlraum, den man durch die Löcher sehen kann, auch für eine blaue Münze. Ich sagte für eine blaue Münze. Wenn du jetzt nicht gefälligst lernst, ordentlich Wand zu springen, Mario, dann kriegst du aber Ärger. Aber langsam kommen wir jetzt an dem Stand an, an dem das Ganze einfach nur noch lächerlich wird mit den blauen Münzen. Wo die einfach so absurd versteckt sind, dass man sich fragen kann, wie man darauf bitte schön kommen soll. Na gut, 2 wissen wir noch. 4 fehlen uns noch. Dann werden wir nicht wissen. Von daher sieht das ja noch ganz machbar aus, aber ich kann euch verraten, so machbar wie es aussieht, ist es nicht. So, wir begeben uns jetzt natürlich erst einmal auf alle Gegner, die uns den Fahrrad wieder runterschmeißen, weil Mario sich denkt, ach nö, ich hatte ja doch noch was vor. Denkt er sich und deswegen lässt er los sofort und geht seinen anderen Alltagsgeschäften nach. Ich meine, wer von uns denkt sich nicht gerade, da ist ja ein schönes blaues Ding, ich fasse es einfach mal an, lass das Seil los, kratze mich am Hintern und spring in den Abgrund. Oder auch, das Seil ist so schön, das Wasser noch schöner. Ich muss mal nach oben, aber ich lasse los. Ich habe auch überhaupt nichts vom Wasser auf meinem Rucksack. Ich bezeichne es einfach mal als Rucksack, auch wenn es keiner ist. Ich bitte nicht zu entschuldigen, falls es jemand stört. So. Wir begeben uns jetzt langsam, aber sicher nach oben. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine blaue Münze. Blaue Münze, sag ich schon. Ein Seil rüber nach da. Die Frage ist nur, wollen wir rüber nach da? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Solange wir das Seil auch treffen. Natürlich nur, weil alles andere wäre wie immer eher suboptimal. Und von hier aus kommen wir jetzt ein bisschen höher. Und oben ist immer gut, weil oben bedeutet gleichzeitig schwerer ranzukommen. Und schwerer ranzukommen heißt ja gleichzeitig in der Regel auch eine blaue Münze. So, hier dieses spiralförmige Muschelsäulchen nach oben klettern.
kann man bestimmt auch einmal runterrutschen, ganz schön. Ist da oben irgendwie eine blaue Münze drauf? Ich würde dem Spiel das zutrauen. Scheint aber nicht so. Auffällt, ich sehe eine blaue Münze drauf. Ah ne, ich weiß, was hier ist. Hier erscheint die 100 Münzen-Signie auf dieser Muschel oben drauf. Auch ein sehr schöner Punkt eigentlich. Da oben war der Vogel. Man erinnere sich vielleicht noch. Tja. Und da unten ist die Muschel. In die wir jetzt wunderbar hineinhechten. Das war sogar ein Treffer. Hätte ich nicht gedacht. Aber gleichzeitig, wo wir jetzt schon hier drin sind, würde ich sagen, machen wir eine Pause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Super Mario Sunshine. Bis dahin sage ich Tschüss.